herzlich willkommen zum e-Tutorial Tipps für die Suche im Katalog der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Auf der Homepage der Universitätsbibliothek finden Sie den Schnelleinstieg in unseren Katalog. Die in den Suchschlitz eingegebenen Begriffe werden in allen Feldern unseres Kataloges gesucht. Dadurch ist die Ergebnisliste umfangreich, entspricht aber vielleicht nicht Ihren Erwartungen. Für eine genauere Suche verwenden Sie den Link Katalog OPAC Plus. Vor Beginn einer Suche wählen Sie einen Abholort für Ihre Medien aus. Die drei Zweigbibliotheken und die Hauptbibliothek sind durch den Zweigsternleihverkehr miteinander verbunden. Bestellte Medien werden an die hier gewählte Bibliothek geliefert. Für die zahlreichen Teilbibliotheken kann dieser Service leider nicht angeboten werden. Eine Teilbibliothek wählen Sie, wenn Sie ein dort entliehenes Buch vormerken möchten. Die Anzahl der Treffer wird durch die Wahl des Abholorts nicht beeinflusst. Es kann sich aber der Status des Buches ändern. Die Suchmaske bietet Ihnen verschiedene Eingabefelder an. Rechts finden Sie Tipps zur Suche in dem Feld, in dem Ihr Cursor steht. Sie suchen Bücher zu einem bestimmten Thema? Dann geben Sie Ihren Suchbegriff ins Feld Schlagwort ein. Schlagworte beschreiben den Inhalt eines Buches, unabhängig von seinem Titel. Das sind normalerweise deutsche Begriffe im Singular, wie zum Beispiel Energieversorgung. Ein weiterer Tipp: Unabhängig von der Sprache des Buches werden Schlagwörter immer in deutscher Sprache vergeben. So finden Sie in der Trefferliste auch fremdsprachige Titel zu Ihrem Thema. Das unterscheidet die Schlagwortsuche signifikant von der Suche nach Titelwörtern. In der Trefferliste können Sie links die Treffermenge weiter filtern, indem Sie ein weiteres Schlagwort dazunehmen oder das Erscheinungsjahr eingrenzen. Mit einem Klick lassen sich gesetzte Filter wieder entfernen. Statt nachträglich zu filtern, können Sie bereits beim Eintrag in die Suchmaske mehrere Suchbegriffe kombinieren. Alle Wörter in einem oder mehreren Feldern werden automatisch mit der Bedingung und verknüpft. Sie können das aber auch umstellen. Eine Schlagwortsuche nach Energieversorgung oder Energiewirtschaft zeigt Ihnen dann alle Medien, die sich mit einem der beiden Themen beschäftigen. Oft lohnt es sich, mit Synonymen oder verwandten Begriffen zu arbeiten. Weitere Tipps zur Vorbereitung auf die thematische Suche finden Sie in unserem E-Tutorial zum Thema Suchbegriffe. Wenn Sie ein bestimmtes Buch suchen, von dem Sie Titel und Autor kennen, reicht es meistens, wenn Sie einige wichtige Wörter aus dem Titel und den Nachnamen des Autors eingeben. Sie können sich nicht mehr genau an die Formulierung im Titel erinnern? Verwenden Sie das Sternchen als Trankierung, um sämtliche Wortendungen mitzusuchen. Im Katalog finden Sie vor allem gedruckte Bücher, manchmal mit Inhaltsverzeichnis, und elektronische Medien, wie E-Books und elektronische Zeitschriften. Innerhalb des Uninetzes können Sie auf alle angezeigten Volltexte zugreifen. Weitere Literaturempfehlungen und Aufsätze, die zu Ihren Suchbegriffen erschienen sind, zeigt Ihnen der Service Primo. Einzelne Treffer aus beiden Listen können Sie sich zu einer persönlichen Merkliste zusammenstellen. Melden Sie sich mit Ihrer UB-ID an und speichern Sie sich diese Merkliste ab, bevor Sie den Katalog verlassen. In Literaturlisten anderer Autoren oder Datenbanken finden Sie meist auch Aufsätze, die in einem Buch oder einer Zeitschrift erschienen sind. Einzelne Aufsätze finden Sie allerdings nicht in unserem Katalog. Sie müssen nach dem Buch oder der Zeitschrift suchen, in dem der Artikel enthalten ist. Tragen Sie die Titelwörter der Zeitschrift ins Titelfeld ein. Im Feld Erscheinungsform können Sie angeben, dass Sie nur Zeitschriften mit diesem Titel suchen. In der Einzeltrefferanzeige sehen Sie, ob der gewünschte Jahrgang vorhanden ist. Mit dem Klick auf Einzelbände können Sie dann den Jahresband bestellen. Sie haben nichts gefunden oder sind mit den Ergebnissen nicht zufrieden? Dann beachten Sie noch folgende Tipps. Kontrollieren Sie Ihre Suche immer auf Tippfehler. Verwenden Sie die Trankierung mit Sternchen, um die Treffermenge zu vergrößern. Wenn Sie nach Aufsätzen zu einem Thema suchen, empfiehlt sich die Suche in allen Feldern. Oder das Feld Titelwörter, da für Zeitschriftenartikel in Primo oft keine Schlagworte vergeben werden. Lassen Sie bei der Suche nach Büchern Jahreszahlen grundsätzlich weg. Dann finden Sie auch ältere und neuere Auflagen. Haben Sie noch Fragen? Vielleicht hilft Ihnen ein anderes unserer Tutorials.
oder Sie wenden sich an unsere Online-Auskunft. Wir sind gerne für Sie da.